Guten Morgen, liebe Speedheads-Fans. Marcel hier, Kevin, wie auch immer. Ja, so, 9:30 in Deutschland, montags morgens. Wetter ist scheiße. Ja, ich habe eine kurze Hose an. Sieht man das? Ja. Sonnenbrille dabei. Warum? Ja, ganz einfach. Seht ihr das Ding? Das ist der Flughafen Münster-Osnabrück. Und ich verpiss mich jetzt einfach mal für ein paar Tage. Nee, Seat hat uns eingeladen, den Christian und mich. Und wir werden dort den neuen Seat Leon ST auf Mallorca, genauer gesagt, ein bisschen quälen. Ja. Wir werden sehen, ne? Ja, sehen uns auf Mallorca. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht. Ja, hier ist ein bisschen wärmer, so 30 Grad, Sonne, Palmen. Ja. Ich bleib hier. Ja, jetzt muss ich meinen Fahrer suchen, meinen Kompagnon, wie auch immer, den Christian. Der hat nämlich schon einen Seat für uns organisiert. Und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Ne? Hallo Christian. Ja, ich habe ihn gefunden und wir haben noch zwei nette Damen dazu bekommen, die uns gerade zum Auto begleiten. Und ja, gerade von Christian gehört, heute Rennstrecke, wenn wir wollen, morgen Rennstrecke, wenn wir wollen, können uns frei austoben, ist cool. Und ich sehe da schon so ein paar schicke Dinger stehen. Ja, geil. Ja, gerade gehört, Christian hat so was Schönes ausgewählt mit Performance Package. Große Bremse, 370 mm. Ja, ist cool. Danke. Bitte einen Kilometer den Straßenverlauf folgen. Schnell man den fahren darf? Ja, offiziell. 30. Nein, ich mache ja auf der Landstraße. Auf der Landstraße? Beziehungsweise ich hab's. Achtung, Blitzer! Das ist ja geil. Wir haben hier so ein Roadmap bekommen. Es sind verschiedene Touren, die wir fahren. Der Strecke 1, der Strecke 2. Und da wird sogar angezeigt, wo die Blitzen sind. Das ist ja nett von denen. Aber hier steht nichts von Höchstgeschwindigkeit, nein. So. Was haben wir denn heute unter Winter? Bitte in 400 Metern links halten und der A19 folgen in Richtung Plage de Palme. Palme. Jetzt links halten. Da machen wir das. Ja. Wir haben heute was? Einen Seat Leon Cupra, den neuen. 280 vor allen Dingen, die Top-Version mit Performance-Package. Bitte 9 Kilometer den Straßenverlauf folgen. Performance-Package war große Bremse. Große Bremse. 370 mal Schießpistole, 32. Ich weiß es auch nicht auswendig, du müsstest jetzt nachgucken. Ja. Aber 370 für eine größere und 4-Korn. Ja. Und wir fahren heute in Hatchback, das heißt, mit Handschalter sprintet der von 0 auf 100 km/h in 5,8 Sekunden, wenn ich es gerade im Kopf habe. Mit DSG wären es dann 5,7 Sekunden. Das Drehmoment liegt, das maximale Drehmoment, genau, 350 Newtonmeter, die von 1750 bis 5600 Touren anliegen. Ein schönes breites Drehzahlband. Merkt man auch auf Beifahrersitz. Blitzerfotos zahlen wir, ne? Oder ja, war das sehr anders ab? Die schickt der Hersteller immer Postwenden zu, aber da derzeit die Post streikt, also bei uns kam seit, ich glaube mittlerweile seit 2 Wochen keine Post mehr an, von daher. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass Marcel und ich zusammen auf einer Tour sind. Ja, ich bin total nervös und aufgeregt. Wenn ich irgendwie Rennstrecke fahre oder Alpenpässe, dann habe ich einen ganz besonderen Blick drauf. Aber wird Marcel wahrscheinlich noch selbst merken. So leicht verbissen oder so ein Psycho-Blick? Psycho. Ja, den könnt ihr bestens sehen aus der Kameraperspektive. Ich kann jetzt theoretisch sagen, wo es hergeht, aber das Navigationsgerät ist auch da am Start. Weißt du den Basispreis gerade zufällig? Nein. Knapp über, ich meine, er müsste knapp über 30 liegen. Ja. Aber ich danke mir jetzt nicht auf den Euro, aber es ist ein tolles Angebot. 280 PS, hat zwar Frontantrieb, aber dafür Vorderachssperre. Die angeblich sehr gute Dienst.
der verrichten soll. Und davon werden wir uns dann auf jeden Fall demnächst rechts erfahren. Auf der Rennstrecke dann. Ja, rechts wär's runter, oder? Nee, abwärts. Nee, der ist hier wieder aus. Wollen wir dann auf der Rennstrecke testen? Es ist ja mit Speed in Kurven hineingeht, mit dem Fronttriebler, ob er, wie stark er untersteuern wird, etc. Oder ob man zum Beispiel auf der Landstraße Angst haben muss, ob dann unter Umständen höhere Reparaturkosten anfallen könnten, wenn man es übertreibt oder auch nicht. Wir sind gespannt, was der Seat Leon Cooper bieten wird. Wir haben so ein Ding ja vor 2 Jahren mal gehabt, in Golf 7 geht die Performance auch mit der Differentialsperre. Ja. Er hat schon Bock gemacht, das Ding. Also und ja, das funktioniert schon mal, das Assistenzsystem. Wenn man es so. Ja. Jetzt ja. Zweite rechts ausfahren und danach den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Hat Spaß, wie ihr seht. Bitte nehmen Sie die erste Ausfahrt. Jetzt rechts ausfahren. Ich glaube, ich muss auch die Straßen hier filmen, das ist der Knaller. Da war gerade ein Kreisverkehr. Erste Ausfahrt raus. Kilometer den Straßenverlauf. Die erste war Einbahnstraße, also entgegengesetzt. Jetzt kommt noch eine Sprungschanze. Nein, Quatsch. Übrigens, den da verfolgen wir. Das ist, ja, wie nennt man das Führungsfahrzeug? Pacecar, Gleitfahrzeug. Der zeigt uns den Weg so ein bisschen, trotz Navi. Das ist vor uns übrigens ein Seat Leon ST Cooper, also die Kombi-Variante, aber ohne Performance Package und ohne Orange Packs. Das heißt, so sieht er aus in der dezenten Variante. Ja! Christian hat eine Halterung, weil die Halterung hier ist für Helme gedacht. Da seht ihr die Wölbung. Banane, egal. Nochmal so nebenbei, wenn ihr mal fliegen solltet, ne? Gafferband hier, da, schwarz, nicht erlaubt. Warum? Man kann daraus was bauen, basteln. Das wurde mir beim Flughafen vorhin erzählt, wo ich losgeflogen bin. Naja, egal. Wir präparieren das Auto jetzt und dann geht's auf die Strecke. Also generell von der Kurvencharakteristik, Scheitelpunkt ist immer innen in der Kurve. Was raustreiben lassen. Jetzt kommen wir quasi auf eine relativ schnelle Rechtskurve. Aber wir fahren jetzt mal eine Runde langsam, damit jeder mal hier sieht, wo es lang geht. So, die hier ist relativ eng, die Kurve. Also hier vorsichtig komplett rum. Du sagst, das war früher mal nur Go-Kart und jetzt ist... Das meinte ein Kollege. Das hier früher nur Go-Kart war. Ja, da schon ein bisschen eine Kuckerfahne hier so ein bisschen. Ja. Hier haben wir bei den Curbs Pylonen hingestellt, damit man nicht so fest da drüber fährt, weil ansonsten könnte man sich auch mal verbremsen und geradeaus die Reifen rein, das wollen wir ja nicht. So, hier geht es jetzt wieder auf die Stadtzielgerade. Jetzt fahren wir mal ein bisschen was zügiger. So, nochmal zurück zum Fahrzeug. Wir fahren einen Seat Leon Cupra mit 280 PS Performance Package, 370er Bremsscheibe, 0 auf 100, was haben wir gerade gelernt, 5,7 Sekunden auf 100. Ah, oh, herrlich, herrlich, herrlich. Es gibt in verschiedenen Ausführungen. Ich würde sagen, wir machen jeweils immer 3 Runden, dass hier quasi 3 Runden hinter mir herfahren. White Line, Black Line, Orange Line, was wir gerade haben. Oh.
sagtest gerade, die Sitze bieten einen hervorragenden Seitenhalt. Finde ich geil. Lenkrad liegt ja auch sehr, sehr, sehr gut in der Hand. Also es ist richtig schön einfach, dass sie sich tolle Rückmeldung, dass sich präzise dirigieren. Was auch auffällt, ist ein schönes breites Drehzahlmoment. Wie fährt er dann? Es ist ein schönes breites Drehzahlband. Das heißt, man kann wirklich einen Gang sehr, sehr weit hochdrehen. Eigentlich jeden Gang kannst du eigentlich hochdrehen, nutzen und ohne zu schalten. Aber ordentlich machen wir hier ein bisschen cruisen. Schönes, was man ab und zu schon mal merken konnte, die Bremsen des Performance-Paketes. Das ist eine Brembo-Bremsanlage, die packt richtig schön kräftig zu. Ob jetzt Fading gibt, können wir jetzt noch nicht sagen. Aktuell sieht so aus, dass das Bremspedal keineswegs irgendwelche Erscheinungen hat, dass es irgendwie weich wird. Also bis jetzt ist sie sehr standhaft, die Bremsanlage. Also es geht ja jetzt erstmal hier in der Übung nicht hier um Rundenrekorde zu brechen, sondern einfach nur mal um die Ideallinie zu sehen, wie man quasi mit dem Cobra hier den bestmöglichen oder die bestmögliche Linie fährt. Und das ist ja hier im Vordergrund erstmal. Die Ecke zieht sich hier unheimlich zu und hier muss man halt auch aufpassen, dass man nicht so weit nach innen kommt. Ein bisschen von außen und dann zum Scheitelpunkt rein, um den Schwung einfach mit aus der Ecke rauszunehmen. Raustreiben lassen. Und die Ecke hier, die geht voll, aber da muss man gucken, dass man hier nicht zu weit rauskommt, bis auf den Curb. Die Rechtskurve hier, die ist auch relativ flott und hier muss man halt aufpassen, das ist halt auch so eine Kurve hier, dass man einfach den Schwung für die nächste Ecke bekommt, indem man hier quasi ganz nach außen fährt und von außen den Schwung nach innen im Scheitelpunkt und dann quasi geradeaus beschleunigen kann. Das ist quasi so die schnellste und beste Linie. Ich weiß nicht, ob man es hinten sehen kann. Oh, wir müssen mal gucken. Aber Christian ist verdammt schnell. Ah, nee, da hinten kommt er. Ja, genau. Wir haben einen verloren. Weil Christian fährt zu schnell. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Haben wir einen verloren oder ist derjenige rausgefahren? Ja, ich habe gewartet, aber da hat der Warnblick gegeben. Es kann sein, dass die umsteigen. Das weiß ich nicht. So, ich würde jetzt sagen, letzte Runde. Danach fahren wir mal in die Box und hoffen, dass ein Fahrer wechselt. Kiesbett, hallo. Ich hoffe nicht. Resümee? Macht Spaß. Emotionen pur, das macht richtig Laune, das Teil. Es kann, man kann es richtig schön in die Kurven hineinwerfen. Das, im Endeffekt ist tatsächlich so, dass er kaum, eigentlich so gut wie gar nicht untersteuert. Also ich hätte es nicht gedacht, dass der so agil in Kurven ist, das hier, Leon Cooper. Also, ich auch nicht. Geiles Teil. Ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Dazu auch, wenn man im Endeffekt bei den schnellen Runden, wie er uns gespürt hat, Sitze haben perfekten Halt, ja. Man rutscht keineswegs rum. Wir haben übrigens jetzt hier die Schalensitze mit Alcantara-Bezug. Die haben richtig fetten Halt, fühlen sich auch sehr gut an. Und wie gesagt, tolle Geil. Schaltung, präzise Gangführung und so, also kein Verhaken, passt alles. Ja. Guck mal von außen. Jetzt machen wir den. Mega professionelle GoPro-Halterung. Ja, muss sein. So, was haben wir hier Schönes? Oh, 370, 4 Kolben. Ehrlich. Digga, das Orange Package ist das. Das wäre das Black Line oder Black Package. Und besser, oder? Optisch? Ja, ja, ja. Aber vom Vergleich her, wenn du so den mit dem Arsch hinten dran.
würde sogar, glaube ich, eher den tendieren. Von der Form her finde ich den geiler. Stimmt. Aber so Understatement, Familienkombi. Stimmt, Understatement, ja. Ja, jetzt aber die Felgen rüber. Ja, der darf noch nicht was zeigen, der dir irgendwie voll. Jetzt passt zu dem, das Orange, ne? Die Orange Line. Sieht geil aus bei dem Wagen. Ja.